sportinternistische Untersuchung. Für die Profis des 1. FC Nürnberg gehört dies zum routinemäßigen Programm in der Vorbereitung. In der 310-Klinik in Nürnberg werden die Spieler gründlich untersucht, um beispielsweise sicherzustellen, dass das Herz-Kreislauf-System intakt ist. Grundsätzlich ist natürlich wichtig für die Spieler, die ständig unter so einer hohen Leistungsabfrage stehen, wie eben ein Profifußballer ist, dass man natürlich guckt, dass das Herz-Kreislauf-System, was am meisten beansprucht wird, eben durch diese hohe Belastung und durch diese regelmäßige Belastung keinen Schaden nimmt. Und durch die Regelmäßigkeit dann in unserem Haus kontrolliert und mit den Möglichkeiten, die uns glücklicherweise zur Verfügung stehen, mit einer ausgiebigen Diagnostik, die wir haben, kann man dann natürlich auch sicherstellen, dass man dem Spieler guten Gewissens dann sozusagen aufs Feld schicken kann und sagen kann, okay, von unserer Seite, vom Herz-Kreislauf-System steht dem nichts im Wege und die Leistungsfähigkeit des Spielers ist gegeben, ohne dass er sich einer Gefahr aussetzt. Ja, ich finde Umstände super hier und das ist wie ein Schutz für uns Spielern, die kontrollieren, ob alles okay ist und das muss so sein auch. Um eine aus medizinischer Sicht körperliche Top-Verfassung zu gewährleisten, werden die Spieler eingehend untersucht. Dazu gehört das Überprüfen des Herzschlags oder auch eine Blutabnahme, um mögliche Auffälligkeiten bei anderen Organen zu diagnostizieren. Dann erfolgt natürlich noch der Herzultraschall. Da kann man tatsächlich im Bild dann auch die Aktion des Herzens sehen, ob es da irgendwelche Probleme in der Pumpleistung gibt, ob Herzklappen nicht vernünftig schließen und damit für eine Mehrbelastung des Herzens sorgen würden. Und letztendlich und ausschlaggebend am meisten halt die Belastungsergometrie auf dem Fahrrad, wo wir am EKG unter realen Bedingungen sozusagen unter zunehmender Leistung, die der Spieler erbringen muss, wirklich sehen können, hat das Herz vielleicht eine Unterversorgung. Zum Abschluss der Untersuchung müssen also alle Spieler aufs Rad. 15 Minuten bei steigendem Schwierigkeitsgrad. So lassen sich eventuelle körperliche Einschränkungen oder Störungen im Kreislauf frühzeitig erkennen und gegebenenfalls beheben. Kannst du anfangen zu treten? Und hier sollte 71 stehen. Wo kann man 71? Grundsätzlich kann man den Spielern vom 1. FC Nürnberg eine exzellente Gesundheit und eine exzellente Leistungsfähigkeit bescheinigen. Auch Michael Ischak ist nach seiner Verletzung aus der abgelaufenen Saison wieder richtig fit und freut sich auf seine erste Bundesliga-Saison mit dem Club. Erstmal ich freue mich, wieder Mannschaftskollegen und Trainern zu sehen. Die ersten Tage waren sehr, sehr hart und so muss das sein. Das ist eine Vorbereitung. Ja, der Trainer macht alles, uns fit zu machen für das erste Spiel. Bis dahin stehen noch einige schweißtreibende Einheiten an. Dann nicht auf dem Rad, sondern wieder auf dem Trainingsplatz.